und verkaufen ihr Fleisch. Also manche Städte sind echt zum Kleinbleiben verurteilt. Aber de Moin wächst. Wie sieht's aus mit Columbia? Auch ganz gut. Die wollen ebenfalls Rinder haben und Weizen. Aber Rinder bekommt ihr, Weizen nur nicht. Habe ich überhaupt Verbindungen zwischen Columbia und woanders? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht sollten wir nochmal direkte Verbindungen nach Kansas machen, aber Kansas und Columbia, haben die keine direkte Verbindung? Doch bestimmt. Die wollen nur nicht. Miteinander kommunizieren. So ist gut. Eine neue Passagierlok. Rogers American. Von hier nach da. Ah, die bringen auch Fleisch rüber nach Kansas. Schön. So, dann kann Columbia auch wachsen. Perfekt. Wie sieht's aus mit Lafayette hier unten? Fayetteville. Fleischindustrie. Ach, die gehört der Alten. Ja gut, die hat einiges gekauft, ne? Damit macht die auch ordentlich Kohle. In Nashville wurde ein Warendepot eröffnet. Professor steht zur Verfügung. Ach siehst du, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Omaha. Du bist die Rogers American, die nur Leute transportiert. Du bekommst jetzt noch einen Wachmann. Launisch, dominant. So. Dann bekommst du auch noch einen Heizer. Fröhlich, gewissenhaft. Gewissenhaft ist besser. Und wenn ich kann, werde ich irgendwann auch einen Lokführer einstellen, aber da steht gerade keiner zur Verfügung. So, ich hoffe ja, dass viel mehr Leute damit jetzt fahren. Okay, okay, ganz ruhig. Fleischindustrie in Rochester. Der Bürgermeister hat dein Büro kontaktiert. Die Industrie befindet sich derzeit in einem schlechten Zustand. Fleischindustrie in Rochester. Ich weiß nicht mal, wo Rochester liegt. Ich kaufe sie einfach mal. Rochester. Ach, da oben. Ah. Ja gut, ihr verkauft ja auch nichts. Ist natürlich dann doof. Puh, wir könnten hier noch eine weitere Industrie hinsetzen. Frage ist, wofür? Was gibt's denn in der Nähe? Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Eigentlich gibt's hier nichts in der Nähe, das ist das Problem. Deswegen lassen wir's. Seaford möchte Obst haben, aber kein Gemüse. Obst ist sogar in der Nähe, das ist gut. Das macht sich wunderbar. Dann bitte einmal rüberziehen. Ist auch an der richtigen Schiene, ne? Ja, sehr schön. Seafall bekommt einen größeren Bahnhof. Was? Nein. Seafall. Größerer Bahnhof. Perfekt. Eine neue Lokomotive und zwar... Puh, die werden nicht viel davon essen. Wir nehmen also eine Number 51. Auch wenn die einen weiten Weg hat, aber die wird genug dorthin bringen. Sioux Falls bekommt jetzt genug. Will noch irgendjemand Obst? Ich glaube Rochester nicht, ne? Nö. Die haben keinen Bock auf Obst. Die wollen Fleisch. Fleisch ist mein Gemüse. Und sie wollen Mais haben. Das wird schwierig. Theoretisch könnte man sogar ein Warendepot fertig machen und dort alle Waren einlagern und von dort aus dann alles rüberschippen in die anderen Städte. Des Moines wächst. Sehr schön. Viehzucht nahe Grand Rapids. Ja, gehört jetzt auch mir. Achso, ich habe ein Gebot darauf gegeben.
Der Betrieb steht zum Verkauf, da er unrentabel ist. Glückwunsch. Aber es gibt wohl einen Grund, warum niemand mitgeboten hat. Ja. Ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. Ich habe ganz in der Nähe deines Bahnhofs eine neue Fabrik gebaut. Du bist herzlich zur Eröffnung eingeladen. Telegrafenstation erhöht die Dauer, die Passagiere in Städten auf einen Zug warten. Beatrix von Pomp hat da auf jeden Fall schon drauf geboten. Das will ich eigentlich nicht, weil ich die Passagiere ungerne warten lassen möchte. Erhöht die Transportvergütung von Frachtwaggon um 8%, reduziert den Wartungsbedarf einer Lokomotive um 20%. Das ist alles für die Leistungserhöhung. Zuverlässigkeit, Wartung der Züge, Passagiere, Anzahl der Passagiere. Erhöht den Profit durch transportierte Post um 10%. Erhöht Transportvergütung von Fracht. Ich nehme das jetzt einfach mal rein, weil ich damit mehr Kohle kriege und hoffe, dann auch meine Konkurrenten endlich mal aufkaufen zu können. Wollt ihr Milch haben? Ja, wollt ihr. Gut, dann lasse ich hier nämlich jetzt noch was weiteres entstehen. Guck mal, wir retten einzelne Bauern hier vor dem Verderben. Ups. So. Okay, das steht. Dann brauche ich einen weiteren Zug. Da nehmen wir auch wieder nur eine ganz normale Number 51. Und wieder wächst eine Stadt. Wir sorgen für den Wachstum in verschiedenen Städten. Und das nicht zu knapp. Was hast du? Zug kann keine geeignete Fracht transportieren. Keiner dort unten möchte mehr Milch haben. Ja, aber es möchte auch keiner Käse haben. Das ist ja das hauptsächliche Problem. Kansas City ist hier oben lang wegen dem Mais. Wir könnten höchstens noch von Columbia aus einmal kurz eine Schiene hochsetzen, damit die in Des Moines anlegen kann. Blutendes Kansas. Konflikte um Sklaverei eskalieren. Im Kansas-Territorium kommt es in letzter Zeit immer wieder zu Gewalt zwischen Befürwortern und Gegnern der Sklaverei. Ob es sich dabei um politisch motivierte Taten oder einfach Raubüberfälle handelt, ist nicht immer eindeutig zu sagen. Festzuhalten ist jedoch, dass die Lage äußerst angespannt ist und es zu befürchten steht, dass dieser Konflikt bald die Grenzen von Kansas verlassen und auf die gesamte Nation übergreifen wird. Oh oh. Das ist aber nicht schön. Sklaverei ist nichts Gutes, meine Lieben. Nur so nebenbei. So, wir sind jetzt fast bei 40 Millionen in unserem Vermögen. Sie zu übernehmen kostet 20 Millionen. Das heißt, die Hälfte unseres Besitzes müssten wir einsetzen, um Trisha aufzukaufen. Oh nein, da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Der Unternehmenswert steigt und steigt und steigt und es nimmt kein Ende. Transportvolumen ist auch ewig lange gestiegen. Bis hierhin und dann nicht weiter. Streckenlänge ebenfalls. Seit 1850. Haben wir 1850 begonnen? Ich weiß das gar nicht. So, wir haben bis 1860, 61 Zeit. Das heißt noch 4 Jahre. Ha! Hier ist ja noch ein Platz für meinen Bahnhof. Ja, um das Unternehmen eines Konkurrenten aufzukaufen. Das wird gar nicht so einfach. Ich müsste mich auch mal wieder um die alten Städte kümmern. Toledo sieht noch gut aus. Ich weiß zwar nicht, warum ihr jetzt noch die ganzen Waren haben wollt, aber mir soll es recht sein. Nehmt euch, was ihr möchtet. Ich brauche es alles nicht. So, da wird nie eine Nachfrage bestehen, verdammt. Wie sieht's aus mit Gemüse? Später. 45.000 Einwohnern, die ihr niemals haben werdet. Omaha wird auch niemals größer, so wie es aussieht. Da kann ich bringen, was ich will. Selbst Holz wird da nicht helfen. Sioux Falls. Kann kein Dingsbums verkaufen. Was ist das denn? Bier oder Wein? Alkohol. Ganz normaler Alkohol. Den wollt ihr gerne verkaufen. Will denn Des Moines... Nee, Des Moines will selber den Alkohol loswerden. Columbia, wollt ihr Alkohol haben? Nicht wirklich. Ab 65.000 Einwohnern erst. Ihr wollt eher Schuhe verkaufen. Aber die Schuhe, die wollen die anderen garantiert nicht haben. Rochester ist am Wachsen. Generell wächst unser Unternehmen auch immer weiter.
Gut, wir haben viel getan. Wir werden an dieser Stelle einen Cut machen. Ich lasse jetzt einfach die Zeit vergehen. Und wir machen das so, dass ich wieder einschalte, wenn wir genug Geld haben, um Trisha aufzukaufen und damit unsere eine Aufgabe mit zu erfüllen. Wahrscheinlich werden wir dafür dann auch noch das ein oder andere bekommen. Schön wär's. Columbia, möchtest du Käse haben? Auch nicht. Hab 70.000 Einwohner, noch schlimmer. Sieht echt schlecht aus. Also ihr werdet euren Sprit hier nicht los. Das tut mir leid, Sue. Und solange die hier nicht wachsen, habe ich auch nicht wirklich die Möglichkeit dazu, euch das zu spendieren. Überall sind Reparaturstationen. Ich bin glücklich. Und unser Geld schießt in die Höhe, ohne Ende. Und wenn wir Trisha gleich aufkaufen, ist alles perfekt. Oh, seit wann gibt's denn diese Farm? Ja, das ist ja richtig nice. Kansas möchte ja noch was zu essen haben. Oder? Ja. Das wollen die unbedingt. Also werden wir Kansas jetzt noch einen Bahnhof hinsetzen. Großen Bahnhof? Nein, normalen Bahnhof. Sieh mal, einer deiner Züge hat eine Panne. Und wenn schon. Ist alles nicht so ganz schön hier. Es wird nix. Gehen wir hier rum. Okay. Da brauchen wir auch die Consolidation. Weil es sonst sehr schnell alle geht. So, dann bringen wir das Zeug jetzt hoch. Und dann können wir Fayetteville auch noch damit versorgen. Wo kam denn die Farm jetzt mit mal her? War die vorher schon da? Nicht, dass ich wüsste. So, und weil es hier nicht so viel ist, können wir auch eine ganz normale Number 51 nehmen. Okay, und Fayetteville will unbedingt Fleisch loswerden. Aber ich glaube nicht, dass hier eine Stadt Fleisch nimmt, wenn dann höchstens Kansas. Und Kansas hat genug Fleisch von den anderen. Ich müsste eigentlich viel mehr für Stadttransporte sorgen. Sind viele Leute, die hin und her wollen. Aber nur wenig Fleisch wird gebracht. Dein Unternehmen hat einen Erpresserbrief erhalten. Wenn du nicht sofort 58.900 bezahlst, wird einer deiner Betriebe des Typs Vieh sabotiert. Bezahlst du den geforderten Betrag? Nö. Und wenn das da hinten sabotiert wird, dann ist mir das egal. Das habe ich aus Versehen ersteigert und ich brauche es nicht. Ich habe viel zu viele Rinder. Reporter. Du bist der Zug. Was mit dir? Achso, du bist eben die ganze Zeit nicht gefahren. Ich habe mich schon gewundert. Ich kann auch keinen Lokführer einstellen. Verdammt. Bing. Ja, es gibt viele, die eine Panne haben. Viele können keine geeignete Fracht transportieren, da alles schon voll ist. Auch in Seafall. Los, rück mal ein Stückchen mit deinem Bahnhof zur Seite. Hier ist genug Platz für uns beide. Du bist mir so egal, Pippi. Sowas von egal. Gemüse will auch keiner haben. Ich kann nichts machen. Omaha will nicht wachsen. Egal, was ich tue. Aber Kansas wächst jetzt auf jeden Fall, weil die nicht nur Weizen bekommen, sondern eben auch Holz, Mais und Fleisch. Das heißt, demnächst wird die Nachfrage nach Zucker steigen, nach Stoffen, die noch gar nicht produziert werden hier im Westen, oder? Also ich kenne jetzt keinen, der Stoffe produziert. Die ganzen Baumwollfelder hier sind völlig umsonst. Und extra Stoffe dann nach Columbia transportieren, obwohl da gar nicht die Nachfrage entsteht. Von hier nach Chicago? Nö, es geht nur nach Madison. Ich will keine Expresslinie nach Chicago haben. Das könnt ihr vergessen. Oh, ich müsste eigentlich noch so viel mehr machen. Aber da habe ich gar nicht die Muße zu. Irgendwann ist auch mal gut. Ich wollte speichern.
So, wir speichern jetzt an dieser Stelle für den Fall, dass ich irgendwas verkehrt mache oder über die Zeit komme oder sonst irgendwas. So, und dann warten wir jetzt einfach ab. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann schalten wir wieder ein. Und ich hoffe, dass wir bis dahin das Geld zusammen haben, um Trisha aufzukaufen. Und um einen Lokführer zu haben. Zugbegleiter. Nee, brauche ich nicht. Da werde ich doch mal ein wenig den Einsatz...